Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Nexomon. Ja, im letzten Part wurden wir von einem Drachen angegriffen, haben Ignitia ja erreicht, uns hier umgesehen und von dem Guten hier ein Angebot bekommen. Er lässt wohl anscheinend die Stadt wohl nur in Ruhe, wenn wir Nivalis aufhalten, den Tyrannen, gegen den wir damals schon gekämpft haben. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich weiß, er wird sein Wort nicht halten und dass wir auch noch gegen ihn dann ran müssen, aber haben wir eine andere Wahl? Wir müssen das machen. Dann wollen wir mal. Hey, da bist du ja wieder. Lasst mich raten, Jin sagt euch, Atlanta zu jagen. Yep. Ich schätze, das ist ein großartiger Platz für Tyrannen, sich zu verstecken, da Drachen normalerweise hier unten nicht jagen. Aber warum hat uns einer angegriffen? Apropos Pech? Jedenfalls Atlanta zu besiegen wäre nicht mal eine schlechte Sache, oder? Nimm dieses Zeug, es wird dir helfen. Und jetzt, auf geht's. Je eher wir Nivalis loswerden, desto besser. Ernsthaft, du begleitest mich? Ah, naja, gut. Solange du mir eine Hilfe bist. Ja, ich habe den letzten Tyrannenangriff mitbekommen, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich bin nicht stark genug. Vielleicht kannst du mir ein bisschen beim Training helfen. Eines Tages werde ich selbst Tyrannen jagen, wie ein richtiger Profi. Aber damit habe ich echt im letzten Part nicht gerechnet, Freunde. Ich dachte echt, das kommt jetzt zum Kampf mit denen. Aber nö, er hat uns eine Forderung gestellt. Aber ich sag euch, er wird sein Versprechen nicht halten. Er wird einfach nur lachend Danke sagen und dann zum Beispiel verkünden, dass er jetzt hier der Herrscher ist und ihm nichts mehr gefährlich werden kann. Oh Mann, hab ich es mir doch gedacht. Ich bin immer noch ein Anfänger im Kämpfen. Naja, danke für den Kampf, Marcel. Ich bleibe am Ball. Das sollte man aber auch schön weiter am Ball bleiben und so. Als dieser Tyrann Mulsimma die Stadt angegriffen hat, bin ich einfach weggerannt. Oh, schau mich nicht so an. Warum ist da ein Tee? What the fuck, Alter? Was hatte ich auch für eine Wahl, du Wicht? Geh mir aus den Augen! Aber gut, sollte es dann wirklich noch mal zum Kampf mit Nivalis kommen. Es wäre dann echt unser schöner Pflanzenstarter dran. Marazuma, genau. Mir ist gerade eben der Name nicht eingefallen. Langsam geht mir die Energie aus. Du bist stark. Marcel, heißt du? Hempf. Das werde ich bei unserem nächsten Treffen sicher nicht vergessen. Ich muss kurz zurück und mich wieder heilen. Weil hier sind wahrscheinlich noch mehrere Feuertrainer.
Außerdem würde ich gerne mal wissen, was da unten ist. Weil es gab ja noch den anderen Weg da. Keine Sorge, dich kümmere ich mich auch noch. Aber das Ding sieht echt wirklich schon bedrohlich aus. Das andere Ding war ja im Grunde sowas wie eine Eisspinne, wenn man so will. Aber wenn wir irgendwann unseren eigenen Tyrann haben, ich bin mir sicher, dann werden wir echt diesen ganzen Konflikt beilegen und so. Und alles wird wieder so, ja, wie damals und friedlich. What the fuck? Kumpel? Eieiei. Nee, hier gibt's aber tatsächlich nichts. Außer dieser Truhe. Ja, okay, da müssen wir doch oben weiter. Ah, aber hier können wir uns sonst auch rein, wenn nötig sein sollte. Gut zu wissen. Aber ja, ich erinnere mich an das Match von Nivalis von damals. Letzten Moment konnte sie ja abhauen. Aber eigentlich haben die anderen schon recht, es wäre wirklich besser, wenn die alle verschwinden würden. Zur Sicherheit und so. Ah, bleib weg von mir! Ich wette, du bist einer dieser Banditen. Na, lass mich in Ruhe! Nein, bin ich nicht, aber... Alter! Was hast du mit mir gemacht? Ich bin doch für eine Runde demotiviert, oder was? BTF. Ach, Tranifant, ist das nicht ein wundervoller Ort für dich? Du bist kein Bandit? Warum hast du das nicht früher gesagt? Oh Mann, dieser Ort ist schlimm, aber ich muss es aushalten. Ich habe gehört, hier soll es die besten Elementscherben geben. So, jetzt kämpfe ich eben noch gegen ihn hier. Und jetzt sollte auch Level 29 drin sein. Sehr schön. Und es erlernt eine neue Attacke. Zornflut. Auf jeden Fall bringe ich dir die bei. Nur was schmeiße ich stattdessen raus? Ausdauer 10, Ausdauer 5. Ich schmeiß das hier raus. Sehr geil. Jetzt haben wir eine neue, bessere und stärkere Attacke. Och man, die Armen, ey. War das Nivalis Werk? Muss eigentlich. Schau mal, dort drüben. Der Boden ist gefroren. Das muss Atlantas Werk sein. Ein Ort wie dieser?
eingefroren? Seid ihr euch sicher, dass sie geschwächt ist? Seit dem letzten Mal ist sie nur auf dem Sprung. Sie kann nicht viel stärker als letztens sein. Na gut, wir schaffen das. Wenn wir eine Abtrünnige und ihren Tyrannen besiegen, werden wir Legenden. Auf geht's, Freunde. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Na, ob du dazu einen guten Beitrag leisten wirst, bin ich mir noch nicht sicher. Aber wie auch immer. Wir schaffen das. Stimmt, Eisrätsel. Dum, dum, bam. Okay, hier ist schon mal nichts. Atlanta? Da bist du ja. Oh nein! Ich habe vergessen, das Lexomon zu wechseln. Ich wollte ja Marazuma vorne haben. Was? Wie findest du mich immer wieder? Du hast einen Vulkan eingefroren. Oh, kann sein. Wie ich sehe, hat Jin ein paar neue Schlägertypen angeheuert. Fürchtet er sich so sehr vor Nivalis? Nun, wen stört schon, dass Nivalis noch nicht wieder volle Kraft hat? Ich war auch mal eine Gildentamerin. Ich werde euch zeigen, was ich drauf habe. Los geht's, Marazuma. Ich zähle auf dich. Aber Marazuma braucht echt auch mal eine stärkere Attacke hier. Nein, ich will nicht weglaufen. Das wollte ich. Halt mal kurz durch, Moonsting. So, bitteschön. Sehr schön. Marazuma ist wieder fit. Aber so stark ist sie eigentlich wirklich nicht. Oh. Domigator. Fendios, du darfst auch spielen. Allerdings ist das hier das letzte Nexomon vom Tyrann. Wir schaffen das, Freunde. Hältst einiges aus, das muss ich dir lassen. Oh. Ein HP übrig geblieben. Danke, Fendios. Marazuma. Jetzt liegt's an dir. Doch, das Match ist gewonnen. Sehr schön. Gib auf. Uff, wartet! Seht ihr nicht, was hier passiert? Jin ist ein gemeiner Abtrünniger. Er wird sein Deal mit euch nicht einhalten. Das denke ich nämlich auch. Du hast versucht, uns zu fressen. Puh. Nivalis, komm mit. Bleib stehen, du Feigling. Du kannst nicht entkommen. Schau her, ihr Versager. Ach Mist. Verflucht. Sie hat einen Warpstein nur hierfür vorbereitet? Natürlich. Sie gehörte mal zur Gilde. Sie muss Zugriff zum Warp-Netzwerk haben. Hey, das ist ein merkwürdiger Ort in diesem Warpstein. Die südliche Region Ignitias?
Hat Jin nicht den südlichen Bereich mit einer Feuerwand geblockt? Versucht er was zu verstecken? Nun, wir können schlecht mit deren Händen zurückkommen. Jin wird die Geiseln jetzt noch nicht freilassen, also versuchen wir sein Geheimnis jetzt herauszufinden. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist zu gehen, Marcel. Ja, ich muss kurz mal schauen. Aber das war mal was, Leute. Atlanta und Nivalis haben wir wieder eine Klatsche gegeben. Muss mal kurz schauen. Wir gehen da gleich hin, Freunde. Aber erstmal möchte ich mein Team heilen. Weil so gehe ich da ganz bestimmt nicht hin. Zum Glück war hier um die Ecke ja einer. Ja, hier unten wird es gewesen sein. Aber ich bin echt gespannt, was der für ein Geheimnis vor uns hat. Ach hier. Sehr schön. Aber diese abtrünnigen Gilden, Leute, ey. Jetzt hätten wir nicht schon genug Probleme. So, da sind wir wieder. Bin schnell zum Warpstein. Ich bin bereit. So, seid ihr bereit? Wenn Jin dort etwas Wichtiges versteckt, können wir es vielleicht gegen ihn verwenden. Das ist unsere Chance. Perfekt, wir sehen uns auf der anderen Seite. Na, sieh mal einer an. Ignitia sollte weiter ausgebaut werden, aber irgendwas muss das Projekt aufgehalten haben. Was auch immer, Jim versucht zu verstecken. Muss in der Nähe sein. Vielleicht hilft es uns sogar, ihn zu besiegen. Hey, versuch die mal. Du hast dich gegen Atlanta gut geschlagen. Kaum zu glauben, dass du noch Bronzetammer bist. Diese Nexo-Traps sind besonders effektiv bei Feuer-Nexomon. Hilfreich in so einer Gegend, ne? Lass uns erstmal weitergehen. Tja. Was versteckt der Gute? Werfen wir mal einen Blick hier rein. Das scheint gesperrt zu sein. Oder auch nicht. Aber ich hoffe, hier sind keine Trainer. Doch. Ich bin so nutzlos. Ich hasse mich. Ich bin hergekommen, um Jin zu bekämpfen. Aber dann habe ich Angst bekommen und mich hier versteckt. Ich will stärker werden. Ich muss stärker werden. Ich will Tyrannen jagen. Wie richtige Gildentammer. Du bist einer von ihnen, oder? Würdest du mir zeigen, wie man richtig kämpft? Von mir aus. Ich kann das Training eh gut gebrauchen.
Testen wir mal unsere neue Attacke. Oh, nicht schlecht. So, sehr schön. Wow, so kämpfen also wahre Tammer? Danke, Marcel. Eines Tages werde ich links und rechts Turan jagen, genau wie ihr. Versprochen. Good luck dabei. Ein Wiederbeleber. Aber was hält der Gute vor uns nur geheim? Was auch immer es sein könnte, es ist wahrscheinlich dort drin, oder? Moment. Oder ist das vielleicht der Schrein? Das kann auch gut sein, weil er nicht will, dass wir hierher kommen. Ah, so kommt man dahin. Okay, drehe ich ihm nochmal flux eine Runde. Was? Was zum Teufel ist das für ein Ort? Bei der Liebe, wo ist das? Diese Kammer. Fühlst du es nicht, Marcel? Hier ist etwas Dunkles. Ach, was stimmt nun nicht mit diesem Ort? Ich bin mit diesem Blödmann fertig. Ich bin weg. Wow, du warst ja eine Hilfe. Wer bist du? Vor 1000 Jahren setzte ein uralter Tyrann des Feuers diese elende menschliche Welt in Brand. Sein Name war Fenrir, das dritte Kind von König Omnikron. Als mich ein törichter menschlicher Krieger besiegte, wurde dieser Ort gebaut, um meinen Geist für die kommenden Jahrtausende zu begraben. Ein Gefängnis, ein Schrein, ein Ort der Verbannung. Aber eigentlich ist es nur ein Grab. Ein antiker Tyrann? Du siehst aus wie ein stinknormaler Mensch. Abgesehen von den Hörnern. Die Kinder des Omnikron waren Formwandler. Das ist alles. Lass mich raten. Du bist gekommen, um meine elementare Kraft zu erlangen, die tief in diesem Grab vergraben liegt. Und genau wie dieser alte Knacker namens Shin wirst du meine Kraft nutzen, um ein Tyrannenei auszubrüten. Habe ich nicht recht? Das muss es sein. Shin versteckt diesen Ort, um zu verhindern, dass mehr Tyrannen geboren werden. Wenn wir unseren eigenen Tyrannen brüten, können wir Shin besiegen? Richtig. Und mit wessen Erlaubnis? Ich mag Shin. Dieser Mann hat Ehrgeiz und Stärke. Aber du? Dieses Bronzeabzeichen erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Du willst meine Kräfte haben? Komm und hol sie dir! Das muss einer der Schreine sein, über die Lisa gesprochen hat. Wenn wir diesen Kerl besiegen, könnten wir seine Kraft nutzen, um endlich unseren Tyrannei auszubrüten. Er ist nur ein Geist. Wie schwer kann das schon sein? Werden wir gleich sehen, Coco. Pass mal auf. Habt ihr euch entschieden? Ich lasse keine Anfänger wie euch freiwillig meine Kraft nutzen. Oh, einen Moment. Oh Mann, seid ihr Loser. Verlasst jetzt mein Grab, Kind. Ja. Kleinen Moment. Ach nee. Ich greife kurz zum Inventar zurück. Bam. So, machen wir es einfach so. Jetzt können wir kämpfen. Okay, was denkst du, welche Nexomon er verwendet? Ich habe keine Nexomon. Du selbst bist es, oder? Aber wie...
Ich werde selbst kämpfen. Ich mag nicht mehr so stark wie früher sein, aber ich kann immer noch kräftig austeilen. Das sollte unterhaltsam werden, Marcel. Etwas an dir erinnert mich an diesen Jungen, der mich damals erledigt hat. Ich hasse es! Oh, ich bin kein gewöhnlicher Tyrann. Ich bin der Sohn von Omnicron. Seit Jahrtausenden habe ich über seine aschefarbene Welt gesündigt. Seit Jahrtausenden habe ich in diesem Grab aus Granit Buße getan. Verflucht sei er. Sei eure Art, Brüder von Ulza. Der dritte Sohn von Omnicron erhebt sich ein letztes Mal. Und dieser eine Kampf wird meine Erlösung sein. Testen wir mal unsere neue Attacke. Alter. Okay, er ist stark. Alter. Okay, das wird wirklich nicht leicht. Aber die Hälfte ist schon weg. Shit. Ferdios, du bist dran. Oh, danke, Marazuma. Hui. Tss, wie elend ist mein Körper verfallen. Meine Herrschaftstage sind jetzt nur noch ein entfernter Traum. Nun, da ist es. Dafür bist du hergekommen. Marcel, das ist der Rest von meiner Kraft. Füttere dein Ei mit dieser Energie, damit es schlüpfen kann. Errungenschaft freigeschaltet. Element of Fire. Nichts ist passiert. Es ist wohl so, wie ich wirklich denke. Wir müssen die ganzen anderen Schreine besuchen, bis wir wirklich alle Elemente haben und erst dann schlüpft unser Ei. Von wegen Bestrahlung oder so, was ich damals gesagt habe. What the fuck? Ich kann es nicht glauben. Marcel, dieses Tyrannei ist abnormal. Selbst nach meiner Kraft ist es immer noch hungrig. Dieses Ding könnte irgendwann ein extrem starker Tyrann werden. Wen kümmert's? Es ist trotzdem nur ein Ei. Wir können es nicht benutzen, um Jin und Mulsimma zu besiegen. Wir sind erledigt. Ihr könnt euch immer noch die Kraft in diesem Ei zunutze machen, Marcel. Die Kraft des Feuers. Damit sollte es euch möglich sein, Jins Flammen zu löschen. Oder Sachen in Brand zu setzen, falls euch mehr danach ist. Also können wir mit diesem Ei Feuer kontrollieren? Wie ist das überhaupt möglich? Geh und teste die Fähigkeiten an den Flammen in diesem Raum, wenn du mir nicht glaubst. Dank dieser Fähigkeit solltet ihr Jin und Mulsimma nicht mehr fürchten. Ihre Drohungen sind jetzt wertlos. Was ist mit dem Tyrannei? Wir wollten es unbedingt ausbrüten. Nun, meine Kraft allein hat nicht ausgereicht. Vielleicht findet ihr noch andere Schreine. Dann könnt ihr genug Energie zusammenbekommen. Wie auch immer, ihr habt bekommen, was ihr wolltet, Marcel. Lasst mich jetzt alleine. In diesem wertlosen Schrein ist nichts mehr für euch. Tutorial. Jetzt kannst du Feuer kontrollieren. Halte nach roten Quadraten auf dem Boden Ausschau. Sie markieren Orte, an denen die Kraft verwendet werden kann. Versuche es gleich mal mit dem Flammen in diesem Raum. Oh, das ist cool. Sehr schön.
Damit sollte es uns wohl möglich sein, Jin zu bekämpfen. Diese Flammen sollten uns davon abhalten, Fenris Grab zu finden. Wenn wir sie löschen, haben wir eine Abkürzung zur Stadt. Definitiv. Jin, du kannst dich auf was gefasst machen. Und wie es dann weitergehen wird, liebe Freunde, das finden wir im nächsten Part heraus von Nexomon. Ciao.